Leute, weiter geht's bei der Last Guardian. Im letzten Mal hat unser Trico hier... Was ist das hier? Ah, Rüstungen. Ja, ein paar von diesen Rüstungen bekämpft. Hat dann leider auch wieder ein, zwei Pfeile abbekommen, aber ich hoffe, ich habe jetzt alle entfernt. Und, ach ja, bevor ich es vergesse, ich habe jetzt noch ein bisschen das Spiel heller gedreht. Ja, nur ein kleines bisschen. Was ist das da vorne für ein Typ? Bestimmt noch eine Rüstung. Aber erstmal möchte ich hier hochgehen. Das ist bestimmt eine Rüstung da vorne. Weil hier kann ich ganz bestimmt auf die andere Seite gelangen. Und Trico endlich befreien. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Ja, da. Ich komme, Trico. Keine Sorge. Hebel greifen und ziehen. Schnell, Trico, weg! Trico. Ist der jetzt befreit? Nee, irgendwie immer noch nicht. Doch, doch, doch. Es sei denn, ein Stück vom Schwanz fehlt jetzt. Aber es müsste befreit worden sein. Sehr schön. Gut, dann können wir jetzt zu dieser letzten Rüstung. Die letzte dürfte es bestimmt nicht sein. Aber trotzdem. Ich lock sie mal an. Hallo? Typ? Na? Wow! Trico hat irgendwie ein Problem mit den Typen, kann das sein? Ich muss ihn wieder beruhigen. Ich muss ihn unbedingt wieder beruhigen. Ganz ruhig. Und weiter hoch. Nur seinen Rücken streicheln, ich glaube, das bringt mehr. Ganz ruhig. Ich glaube, es hat sich beruhigt. Ich glaube ja. Gut. Danke, dass du mir geholfen hast, Trico. Ein weiteres Mal. Und nun. Was sollen diese blauen Türen immer? Ist auch so ein Spiel, dass man zweimal durchspielen muss, damit man, ich sag mal, überall hingehen kann. Okay, da ist ein langer Weg. Habt ihr gesehen? Was denn? Da drüben ist scheinbar zu. Ne? Ja. Ich dachte, ich habe da hinten was gesehen, aber ich habe mich getäuscht. Darüber wollten wir bestimmt theoretisch. Ja, lieber Trico. Es wäre cool, wenn du fliegen könntest. Aber bestimmt lernst du das noch. Du bist ein braves Vieh. Streicheln. Ja, ich habe keine Ahnung, was der Kleine immer da erzählt, aber es ist mir eigentlich auch egal, denn es scheint, dass es Trico beruhigt. Was ist das überhaupt für ein Ultraturm hier? Der ist riesig, man sieht sich das an, man sieht nicht mal den Boden. Die Spitze bestimmt auch nicht. Ja, okay, doch, die Spitze sieht man. Aber, wow. What? Greifen. Was soll ich denn greifen? Was habe ich denn? Was? Okay, ich dachte jetzt, es geht da unten weiter, aber scheinbar nicht. Okay, meinetwegen. Trico, ich habe dir hier was mitgebracht. Habe ich gefunden. In der Erde drin. Hm. Aber ich meine, es ist ja eingepackt. Ja, bestimmt nicht unter, wie nennt man das? Unter einer sauberen Atmosphäre, nee, mir fehlt das Wort gerade. Ist ja auch egal. Es ist ein Fass, mein Gott, und da ist irgendwas drin, das Trico mag. Hier. Hallo. Hier hast du. Und während du frisst... Ich mich hier wenig umsehen.
Weil, ja. Ihr könnt dreimal raten, was mein Problem ist. Aha, aha, aha. Okay, nee, das, ja. War nur so eine Idee. Aber ich muss bestimmt wieder irgendwo in die Höhe kommen. Ja, Typ. Du kannst nicht durch seinen Körper hindurchklettern, ja. Das wäre nicht so gut. Ja, okay. Na, was... Oh! Was machst du denn da, Typ? Hallo, kletterst du hoch? Nee, wenn er hochklettern soll, lässt er los. Wenn er loslassen soll, klettert er irgendwo herum. Ah, da oben. Komm her, bitte. Hier will ich hochgehen. Hier. So. Kletter ich hier hoch? Diese komischen Hühnerfüße. Doch, dass das Vieh passt. Das ist echt wunderbar designt. So, nochmal kurz streicheln. Dass es auch brav stehen bleibt. Während ich jetzt hier anlaufe. Immer wenn ich auf den Kopf klettern will, dann geht es ein paar Schritte zurück. Ist ein bisschen doof. Am Anfang wäre es immer sehr gut. Seht ihr den Abstand? Kannst du nicht noch ein bisschen... Ja, kann... Oh, dieser dämliche Vollidiot. Sonst lässt er nie los, bevor ich die Taste 7000 Mal drücke. Und jetzt, wo ich kurz davor war, abspringen zu können... Oh, ich fall mal runter. Lalalala. Was für ein dämlicher Idiot. So, und jetzt... Nein! Was soll der Scheiß? Draco? Was siehst du da? Du sollst. Seht ihr, jetzt will er nicht mehr runter. Ich drücke die X-Taste, so viel ich will. Er spackt rum. Draco? Draco? Hierhin. Hierhin. Ja, ich wollte schon sagen. Näher. Nee, ja. Oh, die Kamera, ey. Ich hoffe, ihr seht das Problem. Das ist echt ein Problem, die Kamera. Aber, was tue? Jetzt klettert er nicht mehr weiter, dieser dämliche Idiot. Wow. Okay, Draco. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Jetzt auf den... Draco, nein! Weiter dahin. Ich schaff den Sprung nie, passt auf. Wisst ihr? Er steht so nah am Ziel, so nah. Aber dann denkt er, er müsse weggehen. Nein! Ich versteh's nicht. Ich versteh's echt nicht. Und jetzt. Nein, das reicht nicht. Er will nicht näher hinkommen. Immer sobald ich den Kopf betrete, sag ich mal. Ja, dreht er sich weg. Ja. Funktioniert alles super, nicht wahr? Nee, das ist ein bisschen doof. Das haben wir jetzt schon bei mehreren Orten gesehen. Alles ist perfekt, ne? Wisst ihr, ich kann auch nicht rennen auf seinem Kopf. Oh, das darf nicht wahr sein. Früher abspringen kann ich auch nicht. Weil dann reicht so oder so nicht. Aber er sitzt jetzt da. Ist das ein gutes Zeichen? Jetzt. Nach vorne blicken sollst du, danke. Jetzt zieht er deinen Kopf wieder ein. Das reicht nie im Leben. Nein! Der Typ ist so unnütz. Wisst ihr was? Vielleicht versuche ich auch was Falsches. Das kann ja auch sein. Aber der Typ ist so unnütz. Der kann überhaupt nichts. So.
Blick nach vorne, bitte. Und er setzt sich wieder hin. Ich schaff den Sprung so nicht, mein Freund. Ich schaff ihn nicht. Dann wirft er mich quasi ab. Ja, ich weiß, Draco, das gefällt dir bestimmt nicht, wenn ich so auf deiner... wenn ich so auf deiner Nase herumtanze. Aber so reicht es nicht. Oh mein Gott, na endlich. Wieder sowas, das mir... Wie bitte verarschen? Ich soll da gar nicht hoch. Wie es mich traurig ansieht. Hä? Ich soll da gar nicht... Hä? Das ist jetzt das Einzige, was ich gesehen habe, was irgendwie Sinn macht. Ansonsten sehe ich überhaupt nichts. Es sei denn, ich kann da noch da hinten lang irgendwie. Aber es sieht irgendwie mehr nach Deko aus. Ja. Und einmal mehr weiß ich nicht, was es zu tun gilt. Diese blauen Türen, ey. Könnte er da rüberspringen, theoretisch. Ist ein bisschen weit. Springt jetzt wieder da hoch und ich kann mich dann vielleicht wieder am Schwanz hochziehen? Nee, scheinbar... Ja, wo auch? Da oben... Doch, da oben ist ein Torbogen. Wow, nicht nach unten fallen. Nee. Ich weiß nicht. Hier unten ist wieder irgendeine Plattform, aber die sieht nicht so aus, als ob ich da irgendwo hinkomme. Nee, die wäre wirklich zu kryptisch versteckt. Wer sie doch. Nee, der will da nicht agieren damit. Oder komme ich da? Nee, da ist stabiles Mauerwerk. Da komme ich niemals durch. Was ist denn jetzt schon wieder? Oh, Menno. Ich dachte echt, ich muss da hoch, aber da ist nichts. Da ist echt nichts. Noch weiter hoch, da wäre was, aber wie soll ich da... Da oben wäre sogar ein Hebel. Aber wie soll ich da hochkommen? Was sollen diese Schmetterlinge immer? Halt, oder soll ich einfach da hoch? Nee, da habe ich es auch schon probiert. Da oben. Da war irgendwie nichts. Blicken wir uns noch ein bisschen um. Auf die Säule könnte ich jetzt. Warum sollte ich das nicht einfach mal versuchen? Warum? Weil ich es nicht schaffe. Sobald ich auf dem Kopf stehe, ne, ihr kennt das Problem. Besonders, was soll ich auf dieser Kacksäule? Okay, ich komme hoch. Ich komme hoch. Was soll ich jetzt hier? Ich könnte jetzt mal versuchen, cool zu sein. Moment. Draco guckt mir zu. Und! Nee, ich bin nicht cool. Draco? Aha. Aha, ist klar. Ja. Hm. Schnapp dir jetzt! Ey, Draco, verarsch mich nicht. Was zum... Draco, ich weiß nicht, was ich mit dir machen soll. Du bist ja toll und so, aber teilweise... Ja, du kannst losspringen, bitte. Du kannst losspringen wieder. Oder muss ich zuerst darauf? Macht das Sinn? Nein. Wird es deswegen richtig sein? Ja. Wow! Ey, du bist doch... Gehst du jetzt hoch? Ich war oben. Hast du gesehen? Ich war da oben. Nur weil ich nicht runterfallen wollte. Wird mir das zum Verhängnis. Ah, diesmal soll ich auf diese Säule hochgehen, oder was? Ist dir das lieber, Draco? Na gut, wenn dir das lieber ist. Jetzt bist du wieder ein bisschen zu hoch. Was hast du denn? Warum kann ich ihm nicht sagen, geh mal ein bisschen darüber?
Doch, kann. Nein! Oh, das war wieder mehr Zufall. Egal, ich versuch's. So, ich bin oben jetzt. So. Aber ob mir das was bringt, das erfahren wir erst im nächsten Part. Denn das war's bereits wieder für heute mit The Last Guardian. Wow. Wow. Schnapp dir den. Ich hatte ihn doch. Also. Okay, aber ob mir das was bringt, erfahren wir erst im nächsten Part. Nochmal, das war's für heute mit The Last Guardian. Vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss.